Also so in etwa. Und dann können wir nämlich hier nämlich auch noch einen Beobachtungspunkt hinsetzen. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes Gehege, mit dem wir, glaube ich, ganz gut arbeiten können. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, den Sichtbereich auf die Dinos, dann haben wir jetzt hier eine relativ große Fläche. Und sobald wir jetzt hier beim Gehege die Beobachtungsplattform hinstellen, und zwar an der Stelle hier, würde ich sagen, dann sehen wir jetzt gleich zumindest, wenn das fertig gebaut ist, wohin die Besucher denn schauen. Wenn sie die Dinos jetzt gleich betrachten. Und zwar, jetzt ist sie fertig und wir sehen jetzt hier einen relativ großen Bereich hier vorne. Das heißt, unser Wasser werden wir jetzt auch hier ungefähr hin platzieren. Das heißt, hier können unsere Tiere, also unsere Dinos, dann auch gleich trinken. Und dann werden wir natürlich auch nochmal ein paar Futterstationen bauen hier im Gehege. Und zwar einmal die erweiterte Station für die Pflanzenfresser an der Stelle und dann auch nochmal eine hier. Das heißt, sowohl vom Turm aus als auch von dieser Plattform hier können dann jetzt die Dinos beobachtet werden, während sie fressen. So, und als erstes brauchen wir einen Oloro-Titan. Den schauen wir uns doch direkt mal an. Wo haben wir ihn? Da, da, da. Da ist er. So, Daten sind erst nach dem ersten Brutvorgang verfügbar. Alles klar. Wir brüten den auch ganz normal, regulär, ohne Modifikation erstmal aus. Davon brauchen wir einen. Und wir brauchen noch einen Triceratops. Den können wir auch schon mal gleich ausbrüten. Wo haben wir den Triceratops? Zum Glück nach Alphabet sortiert. Hier haben wir den Triceratops. Den können wir auch einfach so... Ach, der ist schon modifiziert gerade. Setzen wir die ganzen Gene mal einfach zurück. So. Und dann 230.000. Wir müssen noch ein bisschen Geld müssen wir noch sparen. Also, ja. Und da müssen wir gleich mal gucken, was wir hier dann noch an Wald ranpacken müssen. Aber ich würde mal fast dazu tendieren. Was ist denn lebendig eigentlich? Okay, also es ist dann so ein bisschen Gestrüpp hier einfach. Klippe. Okay, das sind dann nochmal andere Pflanzen. Ein bisschen Gras. Und wie gesagt, dann kommt der Wald einfach hier oben mit hin. So ein bisschen in diesem Bereich hier. Mal gucken, was die Dinos gleich sagen, wenn sie da sind. Was sie denn brauchen und so weiter und so fort. Gut, was wir aber auf jeden Fall wahrscheinlich brauchen, sind jetzt hier neue, ja, genau, wir brauchen auf jeden Fall neue Nahrung, neue Getränke, Einkaufsmöglichkeiten hier unten, Spaß hier unten auch und hier unten auch Toiletten. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Toiletten hier unten. So, direkt hier ran. Ja, der Weg sieht auch noch halbwegs okay aus. Gucken wir mal, ob wir da noch mal ein bisschen was optimieren können. So, der erste Dino kann gleich freigelassen werden. Da kümmern wir uns doch gleich mal direkt drum. Und wir brauchen hier hinten natürlich jetzt auch nochmal wieder Strom. Haben wir aber gerade... Achso, fürs kleine Kraftwerk haben wir kein Geld. Ja gut, okay. Das ist ja auch nicht wild. Ihr seht, ich teste mich mal ein bisschen... oder ich teste mal ein bisschen die größeren Umspannwerke. Ich glaube, hier können wir ganz gut hinplatzieren. So. Achso, hier die beiden Dilos können wir freilassen, alles klar. Haben wir da schon mal zwei neue. Und hier haben wir jetzt aber auch den Oloro Titan. Den lassen wir dann mal direkt frei. Liebe Gäste, diese Truppe freut einen Dilophosaurus im Augenblick am meisten zu dürfen.
Ach, wunderbar. Okay, also wir haben zumindest genug Gras, genug Wald, genug Sumpf. Das passt soweit also auch. Der ist jetzt gerade hier fleißig auf Futtersuche. Ist aber gerade noch einsam. Aber wir sollen ja genau dafür sorgen, dass wir die Mission hier erfüllen, so wie sie dargestellt ist. Gut, dann lassen wir den Triceratops auch nochmal direkt frei. Schönes Tier. Ist zufrieden und jetzt auf Futtersuche. Passt soweit also auch. Wir müssen nochmal vielleicht das eine Kraftwerk hier irgendwo neu starten. Hier hinten. So, und jetzt brauchen wir noch einen weiteren Triceratops. Den können wir jetzt schon mal direkt ausbrüten. Und den Edmontosaurus, da können wir auch schon mal den ersten uns schon mal holen. Da ist er. Die Gene setzen wir einfach wieder zurück. So, und dann wird der auch nochmal ausgebrütet. Und in dem Fall können wir, glaube ich, auch nochmal hier Ausbrütungstempo 3 nochmal installieren. Und nochmal eine Brutstättenkapazität hinzufügen. Und dann können wir nämlich gleich nochmal den nächsten Edmonto ausbrüten. Der Triceratops hat genug Gras, hat genug Wald. Ja, das sieht soweit gut aus. Passt also auch. Und jetzt können wir uns hier nochmal... Ich habe mir gerade die Zahlen angesehen. Sie scheinen zu stimmen. Ja, danke. Das freut mich zu hören, wenn hier die Zahlen stimmen. Wir bauen hier unten mal ein Restaurant. Das gibt uns 4 Sterne beim Essen und 3 beim Trinken. Das sind natürlich dann auch sehr gute Werte. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und packen das Ganze mal direkt hier ran. In der Hoffnung, dass der Weg dann auch gut aussieht, aber das ist okay. Das ist echt okay hier an der Stelle. So, ist das eine Kraftwerk immer noch? Immer noch ausgefallen? Ach, nee, ist ein anderes Kraftwerk diesmal. Haha. So, dann reparier doch mal bitte das hier. Der nächste Dino kann freigelassen werden. Der nächste Triceratops in dem Fall. Das können wir auch mal kurz überspringen. Denn wir wollen jetzt gleich den Edmonto freilassen. So, warten wir, bis der Triceratops rauskommt. So, in dem Restaurant verkaufen wir dann einfach das Gigantosteak für 23 Dollar. So, das heißt also, wenn wir uns jetzt die Bewertung angucken, wir haben hier schon eine, jetzt haben wir keine Nachfrage mehr. Sehr gut, Getränke. Eine geringe Nachfrage nach Getränken, okay. Interessant. Ich dachte, das würde jetzt hiermit abgedeckt werden. Grundsätzlich. Aber wir können ja hier durchaus nochmal eine Bar hinsetzen. Zum Beispiel an der Stelle hier. Schadet ja nicht. Wenn wir den Platz haben, warum nicht? So, glätten wir das Ganze wieder ein bisschen, damit es wieder halbwegs vernünftig aussieht. Und vielleicht kriegen wir sogar hier oben dann noch die Beobachtungsplattform mit dazu. So, Monto lassen wir frei. Ja, nicht so schüchtern, komm ruhig raus. Keine Angst, mein Kleiner. Ja, guten Morgen. Ist wahrscheinlich gerade aufgewacht, der Kleine. Ist auf Futtersuche unzufrieden, ja. Dann haben wir wohl alles richtig gemacht an der Stelle. Gut, wir brauchen noch den nächsten Edmonto, den wir rauslassen können. Und ich glaube,
Dann brauchen wir noch den Dracorex dreimal. Sieht aber soweit, wie gesagt, ganz gut aus. Okay, den Edmonton haben wir jetzt auch. Jetzt holen wir uns noch dreimal den Dracorex. Da haben wir ihn. Genom modifizieren, setzen wir auch wieder zurück, die ganzen Gene. Ausbrüten. Ausbrüten. Und ein drittes Mal ausbrüten. Das Einzige, was mich wundert, ist der Oloro-Titan, der eigentlich noch jemand weiteres braucht. Der ist nämlich einsam gerade. Aber schauen wir erstmal. Wenn wir die Mission fertig haben, vielleicht können wir uns ja noch jemanden dazu holen für den. Jetzt gucken wir nochmal auf die Getränke. Ja, keine Nachfrage mehr nach den Getränken. Wir brauchen aber auf jeden Fall nochmal Einkaufsmöglichkeiten. Der Laden hier vielleicht voll? Nee. Souvenirladen ist nicht voll. 315 von 435. Wir stocken das Personal hier mal ein bisschen auf. Vielleicht hilft das ja gleich schon bei der Beobachtungsplattform. Ah ja, jetzt haben wir wieder die Nachfrage nach unten gedrückt, aber wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal Einkaufsmöglichkeiten. So viel steht schon mal fest. Wir lassen aber erstmal den Dracorex hier frei. Da kommt der. Ganz klein und schüchtern. Ja, komm. Das ist dein neues Zuhause hier. Ja, da sind Schwierigkeiten mit dem Schreien, der Kleine. So, und jetzt lassen wir die anderen beiden auch nochmal direkt raus. Sehr gut. Und dann haben wir die Mission, glaube ich, gleich erfüllt. Ich würde aber sagen, wir holen uns dann gleich nochmal einen Orlo, also nochmal einen von den Orlo-Titanen. Hier. Oloro-Titan, so. Ich will brüten ihn einfach direkt mal aus, weil der eine war ja einsam und das wollen wir eigentlich nicht, dass der einsam ist. Na? Der soll ja nicht einsam bleiben. So, hier steppt jetzt ordentlich der Bär auch natürlich. Und wir hatten eben gerade gesagt, wir brauchen noch mehr Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, wir gucken mal eben hier bei den Gästen. Hier gibt's den... Gut. Jetzt, wo Dr. Dua bekommen hat, was sie wollte, kümmern wir uns um meine Pläne. Oh nein. Ich brauche Daten darüber, wie diese Spezies mit Raubsauriern zurechtkommt. Bringen Sie etwas ins Gehege. Ich will Gewalt sehen. Oh nein, Dr. Wu will Gewalt sehen. Und sie kennt kein Mitgefühl. Oh oh. So, wir bauen auf jeden Fall erstmal den Kleiderladen. Ne, wir kümmern uns gleich darum, dass die Dinosaurier hier noch ein Raubtier reinkriegen. So, also wir sollen in meinem Hammond-Entwicklungslabor den Baryonyx freilassen und wir müssen sicherstellen, dass die dass alle missionsrelevanten Dinosaurier zusammen untergebracht sind. Yay, okay. Dann holen wir uns den nochmal ein. Wo ist er denn? Hier ist der Baryonyx. Ach, der ist zu teuer. Okay, das Genom können wir noch modifizieren. Wir setzen die Gene mal zurück. So, jetzt können wir ihn ausbrüten. Machen wir es doch einfach mal direkt. So, dann gucken wir mal. Der Kleiderladen müsste dann eigentlich auch gleich soweit funktionieren. Wir verkaufen mal Dino Overalls für 22. Na, beziehungsweise machen wir 23 hier. So. Der Oloro-Titan ist da. Den können wir auch rauslassen. Sehr gut. Dann ist der eine nämlich auch nicht mehr alleine. Na, der ist ja jetzt nämlich nicht mehr einsam. Sondern
müsste jetzt ja gleich sehen, dass er einen Freund hat. Guck doch mal da hinten. Der Orotitan oder riesiger Schwan war ein Schnabeldinosaurier aus der Oberkreide. Zumindest steht das in Dr. Duas Aufzeichnungen. Nun, Schnabeltiere haben meiner Meinung nach nichts mit Schwänen gemein. Ja. Ja, aber der kann jetzt nicht mehr einsam sein. Hör auf, einsam zu sein, du sozialisierst dich gerade. Ja. Wollt ihr jetzt Freunde werden? Nicht? Nee? Doch.